Herzlich willkommen zum Katharina Kasper Gesundheitspodcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge geht es um das Lipödem und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Und bei mir ist Vincent Dörner. Er ist Oberarzt der Klinik für plastische, ästhetische und plastisch-rekonstruktive Chirurgie am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Um was für eine Erkrankung handelt es sich beim Lipödem genau? Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, bei der die Patienten meistens über eine Zunahme des Umfangs der Beine und Arme klagen, vermehrte Fettansammlungen, die durchaus auch schmerzhaft sind, funktionseinschränkend und aber auch insbesondere die Lebensqualität der Patienten einschränken können. Es fängt leicht an und wird dann immer schlimmer. Wer ist denn da vor allem betroffen? Primär sind mehr Frauen davon betroffen, Männer durchaus auch, aber viel seltener. Und bei Frauen ist es meistens so, dass es auch schubweise kommen kann. Insbesondere in der Pubertät oder aber auch während oder nach Schwangerschaften kann ein solches Lipödem sich exazerbieren, also schlimmer werden. Und die Patienten klagen dann insbesondere über, wie gesagt, Schmerzen, schwere Gefühl, manchmal auch eine Neigung zu Hämatomen, wenn man sich irgendwo leicht stößt. Man weiß auch gar nicht, woher diese blauen Flecken manchmal kommen, aber die hat man dann halt verhäuft, insbesondere an den Beinen. Weiß man was zu den Ursachen für das Lipödem? Woher kommt das? Wissenschaftlich kann man noch nicht genau sagen, wo das Ganze herkommt. Das Lipödem ist allerdings eine Erkrankung, bei der man schon ungefähr versteht, wieso diese Erkrankung überhaupt diese Symptome hervorruft. Meistens ist es so, dass eine Fettverteilungsstörung symmetrisch, also auf beiden Seiten, vorliegt und diese Fettpölsterchen, die vermehrt sind, auf die Lymphgefäße drücken. Woran kann man selber erkennen, ob man vielleicht einfach nur ein bisschen Übergewicht hat oder ob es sich tatsächlich um eine Krankheit, also ein Lipödem, handelt? Die Symptome sind nicht typisch für Übergewicht. Die Symptome sind eher spezifisch nur auf die Extremitäten bezogen. Das heißt, am Rumpf und am Gesäß und am Rücken sind solche Symptome nicht häufig zu beobachten. Also keine Schmerzen und keine Schmerzen, ganz genau. Und wenn man dann den Verdacht hat, okay, ich habe Schmerzen, ich habe blaue Flecken an den Beinen, ich habe zunehmend ein Schweregefühl, was im Laufe des Tages immer schlimmer wird, dann sollte man einen Arzt konsultieren, im besten Falle einen Facharzt für Phlebologie, das ist ein Spezialist für Gefäßmedizin. Ein Problem ist auch, dass es nicht wieder weggeht, sondern im Zweifel eher schlimmer wird, ne? Grundsätzlich ist auch wichtig zu erwähnen, dass das Lipödem eingeteilt wird in verschiedene Stadien, 1, 2 und 3, aber nicht unbedingt das Stadium auch die Stärke der Schmerzen herauskristallisiert. Denn auch ein Lipödem Stadium 1 kann genauso oder noch schmerzhafter sein als ein Stadium 3. Wann sollte man dann zum Arzt gehen? Wenn die Beschwerden da sind, um das primär einmal abklären zu lassen. Und der Arzt wird dann entscheiden, ob man konservativ behandelt werden kann oder operativ. Primär ist die Behandlung in der Regel über ein halbes Jahr mindestens konservativ. Die Behandlung ist multimodal. Man sollte dort verschiedene Dinge ausprobieren, Lymphdrainage, Kompressionswäsche etc. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann sind wir an der Reihe, als plastische Chirurgen dann die operative Therapie durchzuführen. Genau, wie sieht diese operative Therapie dann aus? Bei der operativen Therapie würden wir bei der Patientin eine Liposuktion durchführen. Diese wird in Narkose gemacht. Bei der Liposuktion wird vorab etwas Flüssigkeit eingespritzt in die Areale, die abgesaugt werden müssen. Und dann wird mit einer Kanüle, das ist ein stumpfes Instrument, ungefähr so dick wie ein Strohhalm, was an der Spitze abgerundet ist, damit es keine Verletzungen verursacht, durch bestimmte Bewegungen unter Untersog das Fettgewebe, das überschüssige Fettgewebe abgesaugt. Bei dieser Technik ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einer Liposuktion im ästhetischen Sinne und einer Liposuktion im Sinne eines Lipödems. Beim Lipödem möchten wir unter allen Umständen die Lymphgefäße erhalten. Und deswegen geht diese Liposuktion längst axial. Bei der ästhetischen Liposuktion, wenn es jetzt um etwas Body Contouring geht, einfach ein bisschen mehr die Körperform betonen, dort dürfen wir auch kreuz und quer absaugen. Bei der Lipödem-Liposuktion müssen wir immer längst der Achse des Beines oder des Armes entsprechend absaugen. Warum ist es so wichtig, die Lymphgefäße da zu erhalten? Bei dem Lipödem ist es primär wichtig, die Lymphgefäße zu erhalten, weil die Lymphgefäße als solche durch das Fettgewebe schon vorgeschädigt sind und quasi komprimiert, also zerdrückt werden und eine Lymphabflussstörung Teil dieser Pathologie darstellt. Wenn dieses Fettgewebe also abgesaugt wird, dann sollte man diese schon vorgeschädigten Lymphgefäße so gut wie möglich erhalten, um nicht eventuell die Beschwerden, die vorher schon bestanden, zu verschlimmern. Wie aufwendig ist denn diese Operation? Also was bedeutet das für die Patienten?
Es ist schon eine aufwendige Operation. Häufig hat man die Vorstellung, es sind ja nur sehr kleine Einstichstellen, dass man quasi das Ganze etwas unterschätzen könnte. Das sollte man nicht tun. Wir empfehlen diese Operation durchaus immer stationär durchzuführen, in einem sicheren Ambiente, was wir auch hier bieten können. Wir würden dem Patienten immer empfehlen, sich beraten zu lassen, sich ausgiebig beraten zu lassen und auch Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze dann auch danach wird. Ästhetische Liposuktionen sind da etwas anders einzuschätzen. Je nach Volumen kann man das auch durchaus ambulant machen, aber bei einer Lipödem-Liposuktion saugen wir massive Volumina ab, bis zu 6 Litern ungefähr, und das kann doch durchaus den Kreislauf beeinträchtigen und auch Komplikationen hervorrufen. Und deswegen brauchen wir ein höchstes Maß an Sicherheit und deswegen bei uns nur im stationären Bereich möglich. Auch ein wichtiger Punkt im Vergleich zu der ästhetischen Liposuktion ist, dass das Ergebnis zwar schmaler ist, aber nicht immer zwingend schön. Das ist ganz wichtig, auch den Patientinnen und Patienten zu erklären, denn grundsätzlich hat man die Idee Liposuktion, es wird alles schöner, aber dem ist nicht unbedingt so. Denn dadurch, dass wir gezwungen sind, nur längst axial abzusaugen, kann es durchaus sein, dass kleine Dellen, Kerben oder Schattenbildungen entstehen, Unregelmäßigkeiten der Haut, die man vielleicht ausgleichen könnte durch Kreuz- und Quersaugen, aber da wir das aufgrund der Pathologie nicht machen können und diese Einschränkung besteht, kann es durchaus sein, dass ästhetisch gesehen die Ergebnisse nicht immer so viel schöner werden. Und wenn man das aber den Patientinnen gut erklärt und die Patientinnen das verstanden haben, dann ist durchaus das Ergebnis meist für die Patienten sehr zufriedenstellend, weil insbesondere die Schmerzsymptomatik abgenommen hat und die Patienten sich wohler fühlen. Funktion erhaltend wird die Liposuktion gemacht bei den Patienten mit Lipödem, sodass die Patienten auch besser durch den Alltag kommen und auch ein besseres Lebensgefühl haben. Was müssen die Patientinnen und Patienten nach der Operation sonst noch beachten? Was ist da noch wichtig? Gut, ganz wichtig ist nach der Operation eine Kompressionswäsche zu tragen. Für 6 bis 8 Wochen ungefähr trägt man eine solche Kompressionswäsche. Falls es zu Schwellungen kommt oder Fieber kommt oder Rötungen im Wundbereich, sollten sofort der Chirurg, der Arzt konsultiert werden, ob das im Rahmen des Normalen ist, im Rahmen der Wundheilung ist oder ob vielleicht eine Wundflüssigkeitsansammlung besteht, zum Beispiel Serome, sowas kann häufiger bestehen. Wenn eine solche Wundflüssigkeitsansammlung angenommen entstehen würde, ist es meistens sehr gut zu korrigieren, indem man eine kleine Punktion macht, diese Wundflüssigkeit absaugt und weiterhin die Kompression durchführt. Man sagt ja, wenn Fettzellen einmal entfernt sind, kommen die nicht wieder, weil die dann nicht nachwachsen können. Heißt das auch gleichzeitig, dass wenn eine Liposuktion an meinetwegen den Beinen gemacht wurde, dass es dann aber an anderer Stelle wiederkommen könnte, zum Beispiel an den Armen, das Lipödem? Ja, da muss man natürlich differenzieren, ob die Fettzellen in der Lage sind, sich zu teilen oder sich nur vergrößern. Grundsätzlich sagt man in der Wissenschaft, dass diese Fettzellen sich eher vergrößern, statt zu multiplizieren. Und dementsprechend ist auch die Schlussfolgerung richtig. Dort, wo einmal Fett abgesaugt wurde, können die Fettzellen jetzt, klar, noch ein bisschen größer werden, die übrig gebliebenen. Aber grundsätzlich die Erkrankung ist dann erstmal im Wesentlichen behoben. Nichtsdestotrotz an anderen Körperstellen, wo jetzt nicht abgesaugt werden konnte oder nicht abgesaugt wurde, könnte ein Lipödem rezidivieren. Das kann durchaus sein. Man könnte dann auch diese entsprechenden Stellen nachoperieren. Welche Begleiterkrankungen sollte man im Zusammenhang mit einem Lipödem immer unbedingt noch im Hinterkopf behalten? Ganz wichtig ist, die Adipositas zum Beispiel im Hinterkopf zu behalten, denn der sogenannte Body Mass Index, der quasi sich errechnet aus der Größe, der Statur der Person und des Gewichtes, ist ganz wichtig, dass wenn dieser Body Mass Index über 35 ist, das Risiko für Komplikationen massiv erhöht ist. Das haben die Statistiken soweit ergeben und dementsprechend operieren wir auch grundsätzlich primär nur Patienten, die unter einem BMI von 35 gelangen. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, wenn es bestimmte Konditionen gibt, die ein weiteres Abnehmen, eine weitere Gewichtsabnahme nicht möglich machen. Herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle. Ein wichtiges Problem, wenn man sehr viel Fett wegsaugt, ist, dass häufig dann lose Haut an den Armen oder auch an den Beinen übrig bleibt. Darum geht es in einer weiteren Folge, denn da sprechen wir über die chirurgische Arm- oder Beinstraffung und da sehen wir dann auch Vincent Dörner wieder. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge mit dabei waren, hoffen, wir sehen Sie in der nächsten Folge dann ebenfalls wieder, und wenn Sie sich für Gesundheitsthemen im Allgemeinen interessieren, freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Kanal auch abonnieren. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.